So, moin, ich will gar nicht lange rumschnacken. Ich bin unterwegs, ganz spontane Sache. Ich war eben noch im Videoschnitt für einen Vlog, aber da muss ich jetzt hin. Lohnunternehmen Berntsen, bedeutet Schleswig-Holstein. Maisernte, die letzten Züge würde ich sagen, aber weiß ich noch nicht ganz genau. Auf jeden Fall zweimal Krone Big X, 1100, also die alten, da hast du noch ein bisschen Sound. Zusammen auf einer Fläche und generell Berntsen bekannt für speziellere Maschinen. 8x8 LKWs, glaube ich sogar. Allrad komplett hochgelegt. Kaveco-Aufbau, weiß ich nicht ganz genau. Auf dem Silo umgebaute Häumer mit Krone-Kabine und alles ein bisschen ja, spezieller. Super interessant, deswegen fahren wir da jetzt ganz schnell spontan hin. Ich fahre eine Stunde, hab das eben erst mitbekommen, komplett alles stehen und liegen gelassen. Zum Glück sind die Akkus noch voll. Ich nehme euch mit, wir sehen uns. So, ich bin schon ein bisschen länger hier, aber kommt zu genau gar nichts, weil hier ist so viel Action. Also habe ich erstmal noch nicht gevloggt, sondern die Drohne oben gehabt und hier Fotos da Aufnahmen. Hier geht es auf jeden Fall richtig zur Sache. Zweimal Krone Big X 1100, also die alten Dinger mit ordentlich Sound. Das ist der zweite. Und fast nur 8x8 LKWs, ein 6x6 ist dazwischen. Ich habe mit Sönke Berntsen, also mit dem Inhaber, eben auch schon die ganze Zeit geschnackt, der ist auch vor Ort. Und ja, Philosophie von denen ist auf jeden Fall schaffen und Qualität abliefern, ist klar, aber wie man sieht, die fahren die ganze Zeit vorwärts, rückwärts, müssen gar nicht groß hin und her umdrehen, sonst was, sondern sparen sich dadurch natürlich auch eine Menge Zeit. Das Unternehmen hat, habe ich jetzt gerade schon Erfahrung bringen können, 13 insgesamt, 13 LKWs und die fahren auch eigentlich nur mit LKWs ab. Die haben natürlich auch ein paar Schlepper, aber in der Regel wird hier nur mit LKWs abgefahren. Und alles mit diesen Aufbauten, das meiste ist auch Eigenbau, ein bisschen was Kunst gekauft. Also alles extrem breite und große Reifen, extrem bodenschonend, 8x8 kommt so gut wie überall durch, wobei das dieses Jahr nicht nötig ist. Und vor allem fahren sie damit komplett über Silo. Sehen wir nachher beim Silo dann nochmal. Die lassen gar nicht groß hochschieben oder sowas, sondern die fahren komplett auf Silo rauf oder rüber, laden ab. Da kommen natürlich die Dinger, kommen dann natürlich auch easy rauf. Und gleichzeitig machen sie nochmal ordentlich fest, wenn da 40 Tonnen auf dem Silo sind. Ne? Ist klar.
Und auch hier geht's gut zur Sache. Alter Schwede. Ich habe ihn noch mal eben hier auf dem Rübenroder oder auch immer auf dem Weißgespann mit draufgesetzt und bin nicht alleine, ist klar. Kannst du dich aber ganz kurz vorstellen? Jo, ich bin Mannes Nielsen, bin Walzerfahrer bei Sönke Bernsen, also landtechnisches Lohnunternehmen. Unter mir habe ich so einen umgebauten Rübenroder, sag ich mal. Das ist hier so ein ehemaliger Tim, heißt die Marke. Und okay. Wir haben eine Krone-Kabine draufgebaut von einem Big M. Sozusagen. Ja. Einfach um mehr Fahrerkomfort zu haben. Bedienung ist einfacher und ist einfach schöner. Aber ist komplett Eigenbau. Das ist genau. Haben meine Junior-Chefs das meiste gemacht und die Mitarbeiter. Ja. Das hier war der erste, den sie gebaut haben. Und alles selber entwickelt. Schon eine interessante Sache, finde ich. Auf jeden Fall, wenn man es fahren darf. Ja, das glaube ich. Ist ja absolut was anderes. Was ich krass finde hier oder was ja super speziell ist, ihr habt einfach Fahrsilos. Ich weiß gar nicht, wie hoch das jetzt hier ist und wie steil, aber das habe ich so noch nicht gesehen. Das geht wahrscheinlich auch wirklich nur mit diesen LKWs. Ja. Also was anderes kommt hier ja nicht hoch. Nee, genau deswegen. Wir haben uns auch spezialisiert drauf, oder beziehungsweise mein Chef. Wir fahren nur mit LKWs ab, dadurch, dass wir, ich sag mal, zu 90% immer über den Haufen rüberkommt. Ja. Und dadurch haben wir natürlich erstmal noch die Verdichtung dazu. Klar, und 40 Tonnen da drauf, das merkt man, ne? Genau, und zweitens müssen wir dann nicht so viel hochschieben, das ist schon natürlich das Walzgespann. Wir müssen es nur verteilen, versuchen, dass wir die Kanten ordentlich hinkriegen. Mhm. Und konzentrieren uns dann eher auf die Verdichtung sozusagen. Dass wir das ordentlich verdichtet kriegen. Ja, so das ist der Sinn dahinter. Und einfach auch 60 km/h auf der Straße. Man darf die mit Treckerführerschein fahren, die meisten. Die sind landwirtschaftlich zugelassen. Ja, viel mehr schneller kann man hier ja sowieso nicht fahren bei dem Weg. Ne? Wir fahren ja echt schmal das und so. Fährt man selten, aber wie gesagt, einfach die Mobilität ist viel besser. Genau, das glaube ich. Was wiegt das Ganze hier? Ich habe jetzt nur vorne Wasser in den Rädern. Das ist auch Wasser in den Rädern. Ja, vorne. Hinten könnte ich auch noch, aber ich bin jetzt bei, ich meine, 19 Tonnen, 20 Tonnen oder sowas. Wenn ich hinten dann noch Wasser reinmache, dann bin ich bei 22. Und Hundegang? Das kann ich auch. Ja. Kannst du auch. Genau. Ja, gut, dass man die Kanten dann ordentlich und schön machen kann. Ja, und man sieht schon, ich sag mal so, das dicke Schild habt ihr gar nicht dran, weil das gar nicht von Not ist. Du verteilst das ein bisschen und dann weiter. Genau, mehr muss ich nicht. Muss nur ein bisschen verteilen an die Kanten dran, so wie ich es haben will, dass ich da einmal Rundgang ordentlich langfahren kann. Ja. Dann muss ich einfach keine Menge bewegen, das ist viel entspannter. Ich habe euch ja wahrscheinlich schon mal ein paar Aufnahmen gezeigt, wie sie hier hochfahren. Das ist ja wirklich komplett ohne Probleme, ne? Die ziehen da einfach hoch. Also, jo, wenn das Mann immer fest ist, dann geht das ohne Probleme. Das ist, ja. Ja, und sehr gemeint, eben schon 50 mal abladen, ist auch 50 mal 40 Tonnen rüberwalzen. Genau, das ist schon nicht schlecht. Man hat also auf jeden Fall mehr Verdichtung im Haufen, ist bessere Silierung und eben auch nicht den Stau am Haufen, dass man da und dann hochschieben. Also für mich auf jeden Fall absolutes Neuland und super interessant zu sehen. Wie viel von solchen Häumern habt ihr? Also den ich jetzt fahre, da haben wir zwei und der eine wird noch gerade neu gebaut oder neu umgebaut sozusagen. Ja. Also zwei sind jetzt fahrtüchtig und den dritten bauen sie gerade. Und dann haben wir noch welche, die noch mit der alten Kabine rumfahren vom richtigen Roder. Mhm. Davon haben wir auch noch, ich meine, drei Stück. Ja, hier sind jetzt 7 Abfahrgespanne, glaube ich, dabei, ne? Ja, genau. Alles 8x8. Ne, ein 6x6, glaube ich. Zwei, ne? Zwei 6x6. Ja, genau. Und absolut bodenschonend. Und wenn es wirklich mal nass werden soll, was ja jetzt nicht der Fall ist, dann kommen die wahrscheinlich auch ganz gut durch, ne? Kommen auf jeden Fall ein Stück weiter. Aber wenn sie sitzen, dann sitzen wir auch. Aber es ist eher selten, sage ich. Du bist fest angestellt? Seit wann bist du hier? Dann angefangen letztes Jahr im Juni. Okay. Juni oder Juli. Ich habe das erste Jahr auf einer Landwirtschaftsschule gemacht. Davor Landwirtschaft gelernt. Ja. Ja, war nochmal in Australien. Ja? Ja. Ach, krass. Nö, so ein bisschen rumgekommen, eben Landwirtschaft und dann dachte ich erstmal ein bisschen arbeiten beim Lohnunternehmen. Nebenbei bin ich auf dem Betrieb, wo wir jetzt gerade sind, sogar auch noch angestellt und mache hier den Ackerbau mit. Ah, okay. Bin so ein bisschen in der Außenwirtschaft. Ja. Ein bisschen, ja, dass man sozusagen nochmal ein bisschen mehr mit Boden zu tun hat. Ja, okay. Ja, genau.
Ja, super. Du hast eben auch schon mal erzählt, Agrarlo-Mürre warst du auch schon, ne? Ja, genau, da ja auch schon. Ein bisschen neue Welten sehen, dass man mal. Ja, das ist nochmal was anderes. Ne? Ja, genau, andere Welt. Aber ich meine, wenn du in Australien warst, dann. Ja, genau. Andere Flächen und andere Größen, das ist einfach schon mal echt interessant. Sollte man mal machen. Ja, das hört man ja auch super viel, also immer mehr Deutsche, oder was heißt immer mehr, ich glaube schon immer ist das so. Ja. Super viele Deutsche, die nach Australien, Kanada und so sind, war für ein, zwei Jahre länger vielleicht sogar. Ja. Ich will auch tatsächlich mal nach Kanada zumindest. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, Kanada wäre auch nochmal mein Ziel. Ja, Australien weiß ich nicht, das ist irgendwie so ein Land, da will ich irgendwie alles töten. Ja, ging aber. Ja, bist ja hier, ne? Ja, noch ja. aber genau, irgendwie sowas werde ich auch nochmal in Angriff nehmen. Ja, cool. Nee, super, dann bedanke ich mich. Bisschen Input haben wir da ja auf jeden Fall gekriegt. Jo. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall weiter viel Erfolg. Ja, danke dir. Hat auf jeden Fall auch ganz gut Sound, das Ding, ey. Halleluja. Aber er soll wohl einen neuen Schalldämpfer bekommen. Ja, und der dritte davon wird dann wohl jetzt im Winter fertig gemacht. Also im Winter haben sie dann natürlich nur die Zeit, um sowas zu machen. Ist schon nicht schlecht. Super interessant. Die LKWs waren früher übrigens Kiesellaster, die sie umgebaut haben. Also die waren, ja, wahrscheinlich in irgendwelchen Kieswerken unterwegs, am Kies hin und her gefahren. So, das war doch nochmal ein sehr spontanes Video, aber mit einem ganz interessanten Fuhrpark bzw. Lohnunternehmen. Hier übrigens, wir haben ja Mitte Oktober jetzt fast oder 8. 9. Oktober, so kurz nach Halbzeit der Maisernte. Also ne, im Osten ist es natürlich komplett durch oder die meisten eigentlich. Hier ist das jetzt oben, ja, ein bisschen was kommt noch, aber das Mais ist auch durch, meinten sie auch. Aber doch interessant, wie unterschiedlich das dann ist. Der Mais steht hier auch ganz anders. War super grün ja jetzt gerade eben auf der Fläche auch. Absolut spannende Gespanne. Spannende Gespanne, genau. Mal gucken, ob ich. Ich denke nicht, dass ich das letzte Mal hier gewesen bin. Ansonsten kann ich nur sagen, kürzeres Video wahrscheinlich, aber vielen Dank fürs Einschalten. Wie einige von euch wissen, die mich auch überall, auch auf Instagram und Co. verfolgen, habe ich mir ja angefangen, meine eigene Klamottenmarke so ein bisschen aufzubauen. Kein Merch. Oh, die Sonne. Und probiert da eben ja, mich so ein bisschen aus mit dem JP-Logo vor allem. Und ja, wenn ihr da Bock drauf habt, jp-hofladen.de, erster Link in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne reinschauen. Jetzt gerade zur kalten Jahreszeit macht das natürlich Sinn. Wird auf jeden Fall super angenommen, vielen Dank dafür. Auch Hoodies und T-Shirts, genau. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr mehr Videos sehen wollt. Kommentiert das Video auch gerne und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Vlog. Ciao, ciao.